Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema künstliche Intelligenz und weswegen sie in gewissen Bereichen versagen muss und weswegen sie so gefährlich sein kann. Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel sagen, was ganz klar ist, ich habe angeblich Hassrede gemacht, habe es aber ganz andersrum gemeint. Und künstliche Intelligenz kann Menschen so nicht verstehen, wenn sie im Kontext reden. Zunächst einmal aber die Übersetzung Artificial Intelligence, AI, also die Behörde CIA ist bestimmt nicht die zentrale Intelligenzagentur in Amerika. Das ist eigentlich ja klar. Aber wir übersetzen das Wort Intelligence immer als Intelligenz, also für AI, Artificial Intelligence, auch als künstliche Intelligenz. Hier neben quietscht es etwas, da wird was gedruckt, 3D. Aber wir haben eben die Übersetzung für I, für Intelligence, auch als Information. Also dass KI unbedingt künstliche Intelligenz heißen muss, hat man zwar so gesagt, aber Übersetzungen sind immer ein Problem, genau wie beispielsweise bei der Bibel. Die Bibel ist ja original hebräisch geschrieben und wir übersetzen das erste Gebot, du sollst nicht töten. Die Juden übersetzen das als du sollst nicht morden. Da fing mal jemand, in der Tora ist das, laut an zu lachen, als ich das mit ihm diskutiert habe. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wo wirklich das Problem dieser künstlichen Intelligenz liegt, die dann beispielsweise Dinge als Hassreden einstuft, was mir passiert ist. Ich habe mich gewehrt, es ist dann rausgenommen worden, aber ich zeige Ihnen das und ich zeige Ihnen, dass das definitiv keine Hassrede sein kann. So, Phase Nummer 8. Und zwar habe ich das hier. Und zwar habe ich hier oben drüber geschrieben, Chinesen sind unfähig oder so. Und da unten ist so ein Video drunter aus YouTube. Amazing Basketball Skills of Kindergarten Kids in Hangzhou, China. Also die machen da Dribblings und ich habe reingeguckt, da lässt nicht mal ein 5-jähriges Kind so einen Basketball auch mal fallen oder macht einen Fehler. Nein, die haben das perfekt drauf. Und das ist das, was ich über meine ironische Bemerkung da dann zeigen wollte. Aber zunächst einmal hat mich aufgrund der oberen Bemerkung, Chinesen sind unfähig, Bindestrich oder so, wurde ich als Hassrede eingestuft. Und das ist da unten drunter steht, das ist passiert, wir haben deinen Beitrag überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass er unseren Gemeinschaftsstandards zu Hassrede entspricht. Oben drüber, das möchte ich Ihnen nicht zeigen, weil da mein Name dann ist, da habe ich dann mich beschwert und habe gesagt, das System hat mich falsch verstanden. Und dann hat man den Beitrag dann stehen lassen. Das ist das Spannende bei der ganzen Geschichte. Und von dieser Seite haben wir hier ein echtes Problem mit dieser Hassrede, weil ja da, ich zeige Ihnen auch mal, wie die da spielen, nur dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was das für Hass, was meine Hassrede ist, wie ich sage, die Chinesen sind alle dumm. Ich zeige Ihnen mal nur so kurz, ich schaue mal rein hier. Da habe ich gesagt, Chinesen sind alle dumm. Jeder sieht, dass das nicht so gemeint sein kann. Aber so ein Computer interpretiert das eben so. Und von dieser Seite sehen Sie auch ganz klar, wo die Gefahren dieser künstlichen Intelligenz sind, wenn ich die im Bereich menschliche Kommunikation einsetze. Denn diese menschliche, gerade bei der menschlichen Kommunikation ist es eben so, sehen Sie, da macht keiner einen Fehler sogar. Es ist unfassbar, also was die Kids da abziehen. Fragen Sie mal einen Deutschen, da haben sie gerade die Bundesjugendspiele abgeschafft. Und von dieser Seite, das sind die ganz Kleinen, unfassbar. Und von dieser Seite ist diese künstliche Intelligenz, wenn ich die einsetze, um irgendwelche Sachen zu detektieren, eine brandgefährliche Sache, weil wenn man da nicht sofort einschreitet und dann wegen Hassrede, man dann plötzlich, ohne dass man es will,
irgendwie das dann in eine Datenbank gespeichert wird und man keine Möglichkeit hat, weil ja jetzt auch Dinge gespeichert werden, die unterhalb der Strafgrenze liegen. Das heißt also, Sie müssen das auch gar nicht mitkriegen, dass das da gespeichert worden ist. Dann haben Sie keine Chance und dann sind Sie plötzlich ein Hassredner, der eigentlich sagen will, guckt mal, die Chinesen überflügeln jeden Deutschen um Dimensionen und dann sind Sie Hassredner gegen Chinesen. Und das kann so nicht sein. Und das ist die Riesengefahr dieser künstlichen Intelligenz. Ich empfehle natürliche Intelligenz. Da sieht man das, das sieht man auch mit einem IQ von 70 oder 80 sofort, wenn man da oben das liest und da unten das sieht, wie das gemeint war. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören.